Ah, da haben wir irgendwo einen Eimer. Ja. Yes, da habe ich sie. Ein oder wie viel? Einer reicht, ja. Zwei, sorry, zwei. Den zweiten hast du selber wieder genommen. Und die immer wieder. Wirf sie doch mal weiter weg. Ja. Streiche durch. Als coole Musik. Yes, ach, Knochen. Ich bin immerhin noch in der Höhle. Kann man eine Jukebox nicht irgendwie ausschalten? Doch, mit Rechtsklick kannst du die CD rausnehmen. Ja, aber die soll ja. Ach so. Keine Ahnung. Aber wieso haben die ganzen Zombies so viele Klamotten an dem Moment? Und auch anscheinend echt verzauberten Kram oder so. Tja. Brauchtest du noch Lederklamotten, Christoph? Wenn du was hast, gerne. Ich habe da so einen Rüstungsständer gebaut, ja, wo man die schön raufstellen kann. Und ich bitte euch jetzt nicht zu lachen. Warum sollten wir lachen? Weiß ich nicht. Das Mikrofon mal gemutet. Mal eine doofe Frage, wenn Lukas jetzt auf dem Rückweg stirbt. Ja, dann ist es. Moment! Also, wenn Lukas jetzt auf dem Rückweg stirbt. Ja, wir haben gesagt, man darf hier nicht sterben. Töten. Wieso Schade. Darf er das nicht? Ja, also, warum darf ich das nicht? Du musst eines natürlichen Todes sterben, ansonsten kann der andere ja deine Köpfe im Inventar haben. Und dann okay, das stimmt. Moment. Hä? Lücke gefunden. Was für eine Lücke hast du gefunden? Das heißt, ich deck Arne das nächste Mal unauffällig 5 Euro zu. Dafür, also wenn ich das nächste Mal nochmal sowas machen muss, dafür sage ich, oh, ich habe die Skelettköpfe, komm wieder, er tötet mich. Und dann sage ich, ja, ich hatte die Köpfe, aber kann sie euch jetzt nicht zeigen, leider. Ja, aber ich könnte die ihm zeigen. Nee, ja. du bist ja dann auch. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist, wenn er jetzt zum Beispiel in Lava fällt und das dabei verbrennt? Ja, dann ist meine das eigene ist, Dummheit. Ja. Okay. Er muss halt zwei neue suchen. Christoph, wenn ich gleich auf dem Rückweg in Lava falle, ja? Schön ja. Über alle Portal. Dann verspreche ich dir. Das letzte, was ich tue, ist die Nukes fertig zu machen und die direkt unterm Haus platzen zu lassen. Und zwar beide. Erstens, so wie die letztes Mal explodiert sind, habe ich da nicht so viel Angst vor. Ja. Zweitens würde da wahrscheinlich stehen, dass ich dich gehauen habe und du dadurch in Lava gefallen bist. Nee, du kannst ja auch einen Eimer über die Portale irgendwie blenden oder so. Ja, ist denn deine Doofheit? Wie kommst du darauf, dass ich sowas machen würde? Lukas töten, die Köpfe klauen und sagen, er hatte keine. Das wäre richtig witzig, wäre das. Ja, das wäre richtig assi, ja. Keine Ahnung. Ja, in der Tat. Nicht. Ja, hoffe ich. Ich habe dir extra, keine Ahnung, 40 Minuten lang oder so eine olle Brustplatte gebracht. Ja, das war auch sehr gut von dir. Ja, wir sind schon effiziente Truppe. Ja. In der Tat. Wir könnten auch viel gemeiner zueinander sein, ne? Könnten wir auch wirklich. Ja, zum Glück ist das nicht so. So wie letzte Staffelaufnahme. Weil ich habe hier nämlich gerade eine richtig geile Idee eigentlich. Kann ich mich hier drüber bauen? Das ist alles das Lava-Becken. Hey. Die Hühnerfarm wolltest du noch verlegen, Basti. Ja, keine Zeit für. Ich habe irgendwie anderen Kram zu tun. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Oh, Arne hat Zuckerrohr geerntet und das, was ins Wasser gefallen ist, einfach liegen lassen. Ja, wir haben so viel. Super. Super. Was sagst du denn zu unserer Inneneinrichtung? Sieht ganz gut aus. Ja, ne? Ist nicht mehr ganz so leer, der Raum. Ja. Der Gemeinschaftsraum. Riesig, diese. Es ist zur Zierde, ist nichts drin. Ja, ich mir jetzt auch gedacht. An Diamanten. Ja. Nein.
Ich trinke erstmal nochmal einen Schluck. Schlange. Und muss nochmal nachgießen. Wartet. Da gibt's wieder dieses tolle Geräusch. Also ich habe mich ja das letzte Mal jetzt gemutet, als ich das gemacht habe. Ne? Weil das ist so geil, wegen vermeidbare Störgeräusche, ne? So. Also kein Störgeräusch. Nein, das Geräusch ist echt geil. Ja. Ich mache das auch genau vor dem Mikrofon extra. Das richtig gerne. Aber wenn du auf Klo musst, dann musst du danach aber richtig. Ja, stimmt. Also, schönen Gruß an alle Zuschauer, die denken, ah, ich müsste eigentlich auf Klo, aber ich gucke noch diese eine Folge zu Ende. Ey, Zalo, hast du so eine riesige Brücke gebaut? Und, Ja. Ah, okay, sehr gut. Und schönen Gruß. Du benutzen. Schönen Gruß nochmal an selbige Zuschauer, denn das hier wird wahrscheinlich wieder eine Überlängenfolge, weil das ist die letzte Folge der Aufnahme. Okay, ich will zu wenig noch. Was ist mit Aufnahme, Christo? Ich sagte, das ist die letzte Folge der Aufnahme, darum wird die auch noch Überlänge haben. Also schönen Gruß an alle, die auf Klo müssen und dieses Geräusch jetzt gehört haben. Kann man auch auf die Toilette. Ist das schon wieder Nacht gerade, zufällig? Nein, es ist 15.49 Uhr. Steht doch neben der Minimap. Stimmt. Wusste ich nicht. Nie aufgefallen. Langgelaufen, Zalo. Richtung, immer Richtung nach Hause. Ach. Ein paar Mal irgendwo durchgebuddelt, dann plötzlich auf Lava gestoßen und dann. Also eigentlich, wenn du über die Brücke kommst, musst du so Richtung links. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin dann umgedreht, bin dann doch eher Richtung geradeaus und da irgendwie rüber und dann da halt in Back. Und da müsste eigentlich ja, so ein Durchgang recht lang mal sein. Na, weißt du jetzt, wo du lang musst? Ja, da gehe ich gerade lang, wo er sagt. Also diese Battle-Arena, ne? Warte mal, die das sieht ist echt gerade ziemlich aus. Ja, das ist wirklich der Weg. Hab ich doch ja gesagt. Also ich habe da irgendwie gefunden ewig lange durch den Berg auch gebuddelt, teilweise. Hier bin ich jetzt nicht gegangen. Aber da hinten müsste irgendwo das Portal kommen. Mann, wieso habe ich eigentlich keinen zweiten Zauberstab dabei und lade den nebenbei auf? Weiß ich nicht, aber ich wollte mir immer noch den besseren Zauberstab bauen, fällt mir da ein. Ja. Bevor ich die nächste Strafe mache, hole ich mir jetzt auch einen zweiten Zauberstab. Ach, damit der nebenbei wenigstens mal aufladen kann, dann kann man wenigstens mal ein paar Sachen verzaubern und so. Muss dann nicht nochmal los. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass hier so ein komischer Punkt war, an dem man den Zauberstab aufladen kann, aber. Aber nie ganz leer machen. Ne? Nee, das sowieso nicht. Ich habe gerade schon einen anderen gemacht. Aber ich fürchte, ganz ehrlich, den finde ich jetzt auch nicht mehr, wo der war. Wie du mir das jedes Mal sagst, dass ich den nicht ganz leer machen soll. Richtig. Warum darf man das nicht? Weil dann regenerieren die sich nicht. Kommt. Ja. Nein. Aber Lukas, sowas weiß man einfach. Der erste, der gleich mal richtig auf die. Mann, und ich weiß langsam, wie ich in Soundcraft mal weiterkommen würde, ne? Inzwischen. Ja, cool. Ja, aber jetzt darf ich nicht weitermachen, weil ich hier noch Strafen machen darf. Und letztes Mal sagtest du doch, ich mache jetzt Strafen, das ist mir alles egal. Da ist der Punkt. Da wusste ich auch nicht, wie ich mit Soundcraft weitermachen kann. Na toll. So, jetzt ist mein Zauberstab sowieso voll. Jetzt kann. Ach, dann kann man da gar nichts mehr rausziehen, sogar aus den Aura Node. Mhm. Das ist ja praktisch. Mhm. Aber ich glaube, das war nicht der Aura Node, den ich gesucht habe. Das war jetzt ein anderer, den ich durch Zufall gefunden habe. Aber ist ja auch nicht schlimm. Kann Hauptsache, der Zauberstab ist voll. Ach, guck mal, da muss ich hin in die Richtung. Nee. Oh, hier ist ein Zombie-Villager. OMG. Ach man, ey. Findest grade manchmal echt alles. Naja, ich bin schon draußen gerade. Nacht. Hier ist ein Skelett direkt vor unserem Haus. Ja, bin gleich da. Ich hab's noch nicht gekillt. Ich hab's noch nicht mal angegriffen. Das ist auch echt so stressig. Du findest immer das, hier, was du nicht brauchst. Verfolgt mich. Ah. Folgt mich. Oh, geil, sogar zwei Knochen dabei gehabt. Sehr gut. Richtig gut.
Hat jemand von euch Certus Quarzkristalle? Nein. Aber ich habe sowas definitiv schon mal gesehen. Ja, habe ich. Ja, ich habe viel. Echt, hast du? Natürlich hat er die im Nether, du kennst ihn doch. Schade. Ich habe die letzten 3 Aufnahmestunden nichts gemacht. Wo waren die? Ich habe schon, hier habe ich alles rausgeholt, was. Achso, okay. Ich habe eben irgendwo auch welche gesehen und sie nicht abgebaut, weil ich mir dachte, die braucht man ja eh nicht. Ja. Was sind das, diese leuchtenden Teile? Nee, das ist nicht. Ich kann dir zeigen, wo in der Höhle welche sind. Ja, ich brauch die. Ich weiß auch noch, wo noch andere sind. Ich gehe da eben noch wieder hin. Warte, ich habe eine Glückshacke. Ah, okay. Die nehme ich natürlich mit. Wo bist du? Ich war schon auf dem Weg. Hier, moin. Die waren nämlich auf dem Weg, als ich gerade zum Villager-Dorf gelaufen bin. Da hatte ich welche gesehen, meine ich. Ich meine, das waren die. Da läuft man ja durch so ein Gebirge durch. Gebirge. Und ich meine, da hatte ich die. Guck mal, jetzt gehe ich nachts so eine Dinger farmen draußen. Behaupte nochmal jemand, ich mache nichts Gefährliches. Haben wir Hacke mit Sägtouch? Puh, gute Frage. Nicht. Weiß ich nicht. Aber so, ich hole jetzt noch eben welche gesehen. Was ich oder was? Ja, du sagtest, du hast auch irgendwo welche gesehen. Kann ich dir demnächst zeigen, wenn ich mit ich brauche noch ein paar Knochen kurz. Oh Gott. Hier liegt was. Oh geil. Waren die nicht hier? Ich bin mir ziemlich sicher, hier welche gesehen zu haben. Kann ja auch gleich nochmal in die Höhle gehen, dann kann ich dir die mitnehmen sonst. Ja, aber besser lieber mit der Spitzhacke. Ach so, kommt da auch mehr raus dann? Ja. Ja. Okay, praktisch. Da. Da ist einer, aber irgendwo waren hier noch 2 direkt nebeneinander. Da, siehst du wohl. Ich habe echt ein gutes Orientierungs... einen guten Orientierungssinn. Wo bist du denn gerade? Ich, Mavi, hat die Spitzhacke. Ich hab die Spitzhacke. Noch. Okay. War da jetzt auch was? Ich wollte jetzt auch sagen, ich hole die Dinger noch eben und dann komme ich zurück und dann machen wir auch Ende. Ja, ich auch so. Weil dann sind wir jetzt auch von durch mit der Strafe. Alle Knochen, perfekt. Ja, dann kannst du nächstes Mal beim Anfang eine deiner letzten Strafen auswürfeln. Jetzt 2 Stück noch, ne? Yep. Wird weniger. Ja, deutlich weniger. Lukas, wie alt bist du? Ja, ich bin auch. Lukas hat auch noch 2. Auch. Wobei halt die eine davon ja dieses Knochenfarmen ist. Nee, Spinnen. Spinnen, Entschuldigung. Und. Das musst du dir aufschreiben. Die muss er halt noch erfüllen. Also die hat er ja noch nicht erfüllt, die hat er nur gewürfelt. Ich habe nur irgendwann eingeführt, die Strafen immer wegzustreichen in dem Moment, wo man sie würfelt, weil ich da doch ein bisschen durcheinander gekommen bin. 16? Ist das 16 Stück? Nein, ich hatte die 2-mal. Mavi, du bist so eine Hure. Wieso bin ich eine Hure? Weil da Lava vor dem Portal ist. Da war Wasser vor dem Portal. Es ist Lava vor dem Portal. Ich habe Wasser vor dem Portal geplantet. Wollt ihr mich verarschen? Ich hatte Lava dabei und ich habe... Ey, ich sterbe. Leute, macht das sofort weg, ich sterbe. Ey. Wie einfach mal nichts mehr sagt. Ich komme mit einem Eimer Wasser. Oh, das geht nicht. Das geht nicht, wenn du so einem Tod entgehst. Ich hatte noch 2 Herzen. Aber nee. So einem Tod entgehen, das gibt eine Strafe, würde ich sagen. Ja, das gibt eine richtig fette Strafe. Okay, Gott. Dann mache ich halt eine Scheißstrafe, aber ich möchte die 2 Skelettköpfe abgeben. Und ihr seid so, ich bringe euch jetzt alle einmal um. Das gibt jedes Mal eine Strafe. Was ist hier für eine Armee? Eieieiei. Ich wusste davon nicht mal, ich kann da gar nichts dafür. Also ich habe wirklich, ohne Witz, ich habe eine Aufnahme und die zeigt es dir auch. Ich habe, als ich mit dir darüber diskutiert habe, einen Lavaeimer in der Hand gehabt und stand vor dem Portal und habe dann die Fläche da unten aber mit Wasser ausgefüllt, weil ich mir dachte, Lava wäre jetzt echt ein bisschen mies. Lava wäre jetzt echt ein bisschen mies und ich wollte... Ob ich das nochmal machen würde. Ich wollte dir aber... Provenzano das locker nicht machen würde.
Ich wollte dir aber zeigen, die Möglichkeit wäre da gewesen, dass Wasser hätte auch Lava sein können. Ja, hier, Lava ist komplett weg. Glaube ich dir nicht. Und deshalb habe ich... Okay, es ist mir jetzt egal, ich habe alle meine Diamantsachen dabei, ich join jetzt. Keine Ahnung, ob Arne mir jetzt die Wahrheit sagt und zack. Wow, weit gesagt oder nicht. Bei Herzen im Portal. Und ich hatte auch die Idee. Und ich komm hier auf die andere Seite, das Wasser. Sachen snacken. Sachen snacken? gut, das war ein Tod für Ute. Und, waren da Köpfe dabei? Nein, ich hatte... Die Strafe war noch nicht erfüllt. Die Strafe ist noch nicht erfüllt. Ich muss die Sachen erst abgeben. Da haben wir gerade eben darüber diskutiert. Ja, wo sind denn die Köpfe? Genau. Laber mich nicht voll. Ich habe keine Köpfe auf. Das ist ein Scherz. Es ist kein Scherz. Ich möchte jetzt mein Schwert haben. Das gebe ich dir jetzt erstmal. Ja, dann sind die Köpfe sind die halt durch das Portal gegangen. Man kann da auch Sachen durchschicken. Ja, das stimmt. Ja, hier sind noch ein paar Sachen. Ja. Ja, wo war denn hier jetzt Lava, bitte? Also, wie gesagt, ich habe da echt nur Wasser platziert. Da muss noch jemand nach mir das gebaut haben. Oh, komm, Christoph. Ja. Willst du mir die nicht jetzt erst geben? Oh, ja. Yeah. Oh, Arne. Ja, sehr schön. Okay, Strafe ist erfüllt. Oh. Jetzt wieder getrollt worden. Oh Gott. Übrigens, da hatte ich dieselbe Idee, das zu machen, allerdings mit Lava. Oh. Ja. Wenn Lukas die Treppe hochläuft, von oben Lava entgegenschicken. Und zwar, wenn er an einer Stelle ist, an der er nicht ohne weiteres ausweichen kann, dass das auf sich zukommen sieht. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Fuck, ich habe daneben geschossen. Oh, danke. So hört das Wasser für mich auf. Weiß. Toll. Erwischt hier jetzt. Gut. Mensch, dann sind wir jetzt auch gerade alle im Haus, oder? Ja. Ja, das ist doch wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir wieder eine schöne... Was? Was sagst du? Wichser, ich wusste es! Ist mir egal. Ah, wie er doch geliebt ist. Ja. Ich wollte gerade weggehen. Ne? Also... Wieder sehr schön was geschafft, diese Strafe, diese Folge. Ute hat eine Strafe geschafft. Zwei. Ich hab richtig zwei geschafft diesmal. Wir können ja nochmal den Death Counter anzeigen lassen. Ute, noch 6 Strafen bis zu deiner nächsten 15 Todesstrafe. Echt? Ja. Arne, bei dir sind es nur 2. Oh. Ja, stimmt, und er ist gerade noch mal gestorben, ne? Ich bin gerade nochmal disconnected. Oh, ich würde dich gerade nochmal töten. Ich dachte, als Christoph das gesagt hat, geh mal lieber raus. Alles klar. Ja, wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo oder einen Like da. Und ansonsten geht's für euch ja morgen schon mit der nächsten Folge weiter. Und dann ist auch Smikus wieder dabei. Wir sind wieder vollzählig. Bis dahin, alles Gute und bye bye. Tschüss. 30 Level sind schon wieder weg.